Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, die uns aus dem Hospitality-Bereich der Flylarm Arena zugeschaltet sind, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Drittliga-Heimspiel gegen den KFC Uerdingen. Wir hatten heute 4.455 Zuschauer in der Flylarm Arena. Das Endergebnis war 1:2. Ich darf zu meiner linken Gästetrainer Daniel Steuernagel begrüßen und zu meiner rechten, wie immer, unseren Cheftrainer Michael Schiele. Dem Gast gebührt das erste Wort. Daniel, Ihr Fazit zu den 90 Minuten hier. Ja, erstmal hallo zusammen. Ja, wir sind natürlich erleichtert, dass wir heute wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden haben. Wir hatten am Anfang ein paar Probleme. Da sind wir vor inhaltlich, ein paar Dinge, die wir aufarbeiten mussten. Das hat Würzburg sehr gut gemacht zu Beginn. Wir hatten dann auch vorne, wenn wir mal die Kugel hatten, zu viele einfache Ballverluste. Aber im Laufe der ersten Halbzeit, glaube ich, haben wir das dann besser gelöst und sind dann, wie das oft so ist, in der dritten Liga durch den Standard in Führung gegangen und haben dann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, sehr, sehr gut verteidigt, haben dann das zweite Tor sehr, sehr schön rausgespielt. Freut mich extrem von Patti Flücke, der jetzt wirklich die letzten Wochen sehr, sehr hart gearbeitet hat im Training, steckt den Ball wieder sehr, sehr gut durch, ähnlich wie im Testspiel gegen Gladbach, nur dass der Kimbo jetzt nicht das Tor macht, sondern spielt ihn schön quer. Und dann Tom Buhre, genauso Lob, Kompliment. Auch er arbeitet immer extrem hart im Training, macht immer Zusatzeinheiten. Viele Torschüsse jetzt gemacht in den letzten zwei Wochen und hat er sich heute für belohnt. Und ja, und ich denke, dass wir dann nicht unverdient heute hier das Spiel gewonnen haben. Und wie das dann immer so ist, dann letzte Minute fällt dann noch so ein Ding rein. Und aber ich glaube, dann haben wir es auch ganz clever zu Ende gespielt und hätten vielleicht in der Phase davor den einen oder anderen Konter dann noch besser ausspielen können, weil das ist ja auch normal. Der Gegner hat dann nochmal alles probiert, Innenverteidiger nach vorne geschmissen. Und das ist klar, dann geben sich Räume, nur das müssen wir dann noch ein bisschen besser ausspielen. Aber wie gesagt, wir haben gewonnen, von daher sind wir doch zufrieden. Danke. Danke auch, Michael, deine Einschätzung zum Spiel. Ja, auch. Hallo zusammen, Daniel, Glückwunsch zum Sieg noch. Ja, ich denke, die erste Halbzeit bis zum Tor hin oder auch danach haben wir das Spiel im Griff gehabt und das 1-0 kommt dann aus dem Nichts. Vielleicht den Eckball hat der Gegner dann sehr gut rausgespielt, dass wir dann zu klären müssen, also bis dahin, aber dann zweiter Ball war jetzt auch keine Variante, irgendetwas, oder war jetzt auch nicht so, dass der Eckball richtig gut reingeflogen ist. Da müssen wir eigentlich klären und dann steht er noch frei, wo er noch rüberdrückt und diese Aktion hat dann schon auch gesehen, was der Gegner vielleicht dann heute ausgemacht hat in der Aktion und dann auch beim 2-0, was wir heute im 16er nicht gehabt haben. Und ja, zweite Halbzeit Gegner gut verteidigt, wir aber auch unsauber gewesen mit den Pässen in 16er, mit den Flanken, mit den wenigen Abschlüssen dann auch, was wir da mal hatten oder dann vielleicht auch überhastet. Und wir haben es uns natürlich auch anders vorgestellt, wir wollten auf die Punkte, zumindest 4 Punkte in 2 Auswärtsspielen dann auch angreifen und zu Hause dann auch nachlegen und auch punkten, haben wir heute nicht geschafft. Es ist nicht so, dass unser Gegner an die Wand gespielt hat und das 2-1 so mitnimmt, aber im Endeffekt, wie Daniel schon gesagt hat, war es nicht unverdient für den Gegner und von dem her wissen wir, dass wir einiges mehr können, mehr Geilheit auf den Platz bringen müssen wieder, mehr zusammen dann auch agieren. So ein Spiel kann mal vorkommen und da muss nächste Woche dann auf jeden Fall eine Reaktion da sein. Danke, Michael. Gibt es Nachfragen? Dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Das ist nicht der Fall. Dann wünschen wir den Gästen einen guten Nachhauseweg und wir sehen uns hier wieder in 2 Wochen beim Heimspiel gegen Viktoria Köln. Bis dahin.